In den tiefen Wäldern Österreichs sind schon viele Bäume unbemerkt umgefallen. Doch als am 27. Mai 2019 der kürzeste Kanzler aller Zeiten abgesägt wurde, gab um exakt 16.14 Uhr eine kleine, unbedeutende Blautanne ächzend ihren Geist auf und machte harte Bekanntschaft mit dem Waldboden. Durch dieses unvorhersehbare Ereignis wurde ein Schmetterlingseffekt in Gang gesetzt, dessen bizarre Auswirkungen die österreichische Nationalratswahl 2019 nachhaltig beeinflussen sollten. Yes, me, Pam. Aber entspann dich ein bisschen mehr. Yes, me, Pam. Die Hände mehr entspannter. Locker. Ja, noch intensiver. Yes, me, Pam. Der Silberstein. Yes, Karl. Ja. Es war eh schon ziemlich entspannt. We really don't need your assistance this time. It didn't work for us last time. I mean, what the fuck? We lost the election and it was all your fault. You know what? I think I can do a pretty good job on my own. Without all the Beraters and Beraters of Beraters. Yes, I know I don't look good on TV, but you don't have to tell me that to my face. Da steht jetzt aber Yes, we Pam drauf. Ich habe mir schon ein T-Shirt brennen lassen. Cool, die Genossen wollten es nicht. Mehr Claire Underwood? We're here in Vienna with the leader of the Austrian Socialist Party, Pamela Randi-Wagner. The latest polls show the SPO behind Nails in fifth place. What? No way! Do you see the role of the Socialist Party as a junior partner? We are not behind the Beate. Your data must be wrong. To even think that the Social Democrats would hire a contract killer is beyond ludicrous. That was Pamela Randi-Wagner, the resolute and somewhat excessive candidate for the office of Austrian Chancellor, showing us where Europe may be headed post-Brexit. No, I meant it as a joke. Back to you, Jonathan. Nigel. Thank you. You're welcome. Nigel, nein.